Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, Freunde. Während ihr dieses Video hier gerade seht, befinde ich mich aktuell in Berlin auf der Release-Party von Elis neuem Album und wir feiern zusammen den Release. Bedeutet, falls ihr sehen wollt, was da so passiert, wie wir feiern, was auch immer da los ist, checkt gerne mein Instagram. Ich nehme euch so gut es geht mit und gebe euch da ein paar Einblicke gerade live von Berlin quasi aus. Deswegen checkt das gerne ab. Link zu Instagram ist in der Beschreibung. Ansonsten einfach Flo der Flo auf Instagram eingeben. Wir haben jetzt hier, warum lügst du mich an von dem neuen Album, was heute rausgekommen ist. Endlich tut es wieder weh, heißt das Album. Checkt das auf jeden Fall auf allen Streaming-Plattformen. Ich werde mal schauen, ob wir vielleicht noch ein kleines Gewinnspiel machen können zum Album. Das wird wahrscheinlich auch auf Instagram sein, von daher schaut da gerne vorbei. Ansonsten, gerade frisch rausgekommen jetzt, warum lügst du mich an? Link zum Original ist ganz oben in der Beschreibung, Freunde, natürlich. Das Musikvideo wird gerade rausgekommen sein. Ich freue mich sehr drauf. Bis jetzt waren da wirklich Banger auf dem Album. Sehr verschiedene Songs auch, was mir gefallen hat. Wir hatten ja Bomberjacke zum Beispiel, das Feature mit PA, was mir auch super gut gefallen hat. Und jetzt im letzten Song passiv-aggressive Song vielleicht auch. In dem Wednesday-Outfit hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt haben wir, warum lügst du mich an? Wir haben schon einen Sneak Peek gesehen auf Instagram, dass sie so ein Catwoman-like Outfit anhat. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir schauen und vor allen Dingen hören rein. Los geht's. Warum lügst du mich an? Wenn ich dich frag, wie es dir geht, warum gehst du nicht ran? Wenn ich dich anruf nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden? Oh. Dass du nicht fragst, bei mir uns sehen, warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Krass. Hey, sag mir, was los ist, irgendwas ist komisch zwischen uns beiden. Ey, man muss erstmal sagen, diese Location super nice. Wir haben hier alte Telefonzellen, I guess. Das sind alte Telefonzellen. Und die Kamerafahrten waren sehr, 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 sehr nice bis jetzt. Das war sich in Ordnung, wenn wir nicht reden und nicht mehr streiten. Sag, hast du vergessen, mich zu vermissen, wenn du nicht hier bist? Und alle hier fragen, was das mit dir ist. Wieso lauf ich nachts um deine... Oh, diese hohe Stimme liebe ich bei Elif einfach, die liebe ich. Und es brennt kein Licht am vierten Stock. Immer wenn ich denk, wir sind so close, ja, dann gehen wir down und es fehlt so oft. Was sind das für Namen in deinen Chats? Wieso bist du online und drückst mich weg? Ich hab mal gedacht, wir sind perfekt, aber was ist jetzt? Boah, ey, also ich muss sagen, ich liebe diese Melodie. Ich habe die Hörprobe diesmal noch nicht gehört, aber es gab wohl schon eine auf TikTok und Instagram. Habe ich mir nicht angehört. Das heißt, ich bin jetzt komplett blind hier reingegangen. Und by the way, wir werden auf jeden Fall jeden einzelnen Song vom Endlich tut es wieder weh Album uns anhören in einer Reaction, logischerweise. Das heißt, die nächsten Tage, a lot of Elif Content. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst gerne ein Abo da. Und Nina Chuba, Mangos mit Chili kommt auch noch raus. Also wir haben einiges, was wir zusammen abchecken werden. Freue ich mich drauf. Aber ich mag den Aufbau vom Track bis jetzt sehr. Ich mag, dass es auch so ein paar mehr Rap-Elemente diesmal drin hat. Auch allein schon durch den Beat. Ich hab mal gedacht, wir sind perfekt, aber was ist jetzt? Warum lügst du mich an? Wenn ich dich frag, wie es dir geht, warum gehst du nicht ran? Boah, so eine schöne Stimme, na holy shit. Wenn ich dich anruf nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, bei mir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Warum lügst du mich an? Boah. Wenn ich dich frag, wie es dir geht, warum gehst du nicht ran? Und jetzt so diese kraftvolle Stimme wieder. Das mag ich halt bei Elif, dass sie so diese soften Sachen so gut singen kann, aber auch dieses kraftvolle, ein bisschen tiefere, dass sie einfach ihre Stimme so einsetzen kann. Das finde ich immer noch krank, finde ich das. Wenn ich dich anruf nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, wann wir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Unser Bild auf dem Display hat schon einen Rest, ich fühl's auch wie gestern. Das Schild an der Tür sagte, bitte nicht stören, die zwischen dem Bett lag. Ich will's mir nicht vorstellen, wie's für mich wär, ja du mit ner anderen. Vielleicht denk ich zu viel, doch ich frage mich langsam, wieso lauf ich nachts um deinem... Boah, ich find's so schön, wie sie es schafft, so immer Sachen zu beschreiben, dass man sie so bildlich im Kopf hat. Sie beschreibt es immer so super bildlich, finde ich, falls es Sinn ergibt. Vielleicht denk ich zu viel, doch ich frage mich langsam, wieso lauf ich nachts um deinem Block? Und es brennt kein Licht am vierten Stock. Immer wenn ich denk, wir sind so close, ja, dann gehen wir down und es wird so... Ich find's auch nice, dass sie close und down benutzt hat, weil ich mag sowieso, wenn mehr englische Wörter benutzt werden irgendwie oder wenn es sogar teilweise bilingual wird, bin ich Fan von. Und ich weiß nicht, ich bin Fan davon. Oft, was sind das für Namen in deinen Chats? Wieso bist du online und drückst mich weg? Ich hab mal gedacht, wir sind perfekt, aber was ist jetzt? Warum lügst du mich an? Wenn ich dich frag, wie es...
es dir geht, warum gehst du nicht ran? Wenn ich dich anruf nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, bei mir und sehen? Allgemein, diese hohe Stimme ist, finde ich, auf diesem Album viel öfter bis jetzt vertreten, auch in den Singles, als auf dem Nachtalbum. Weil ansonsten ist dieser Song vom Vibe her so eher Nachtalbum, habe ich das Gefühl, aber vom Sound her nicht so. Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Warum lügst du mich an? Oh. Wenn ich dich frag, wie es dir geht, warum gehst du nicht ran? Wenn ich dich anruf nachts um 10, schöne warum Szene. Ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, wollen wir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Boah, so ein schöner Beat, ne? Warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, wollen wir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Boah, ey, irgendwie sehr starkes Musikvideo. Ey, ihr seht jetzt, sorry für den VLC-Player-Error hier gerade. Ey, sehr, 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 sehr stark auf jeden Fall. Ich freue mich super aufs Album. Ich freue mich super aufs Album, weil jeder Song so unterschiedlich bis jetzt ist. Wisst ihr, es ist so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist aber so different, jeder Song, so, wisst ihr? Dass man so voll diese Abwechslung spürt. Trotzdem hat alles so einen roten Faden irgendwie. Und ich habe das Gefühl, sie probiert sich hier noch mehr aus auf jeden Fall als beim Nachtalbum, was ich nice finde. Ansonsten, wir haben ein sehr cooles Musikvideo bekommen. Relativ simpel, sag ich mal. Einfach nur ein, zwei Locations gehabt. Aber das, was draus gemacht wurde, hat mich gecatcht. Und das Ding ist auf jeden Fall super catchy. Ich würde nicht sagen, dass es ein krasser Ohrwurm ist, aber die Melodie auf jeden Fall. Die Melodie bleibt im Kopf. Das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Und allein hier, das war wieder einfach in meiner Opinion Stimmgeflexe. Also einfach Geflexe, was Elif mit ihrer Stimme anstellen kann. Holy shit. Ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden und freue mich, wie gesagt, sehr aufs Album. Vergesst nicht, meine Insta-Story abzuchecken. Wir sind jetzt gerade live vor Ort, quasi wie so ein Außenreporter mit Elif bei der Release-Party. Und da werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen updaten, Freunde. Ansonsten, ja, freue ich mich sehr auf die anderen Sachen, die heute Nacht rausgekommen sind. Die werden wir uns dann morgen wahrscheinlich alle ansehen. Habt auf jeden Fall bis jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer, Freunde. Und ciao.